Ja, eher mal zunächst die Bürger verunsichern, also mit hohen Zahlen und was alles passieren könnte. Und also bin der Meinung, dass unser Staat da gar nicht drauf vorbereitet ist, auf so eine Pandemie. I have two citizenships, so it's Chilean and British. And then I think both have really, really bad. In Chile has been a lot of state violence and a lot of repression, a lot of coup. People are being, it's like through police violence. And then that is really appalling. And the British government as well has been really bad. It's been really slow in dealing with the crisis. It has favored the economic sectors rather than the health. So it's, I think both of them have been really bad. Ich finde gut. Das ist ja immer so eine Balance zwischen einem funktionierenden Leben und halt den nötigen Einschränkungen. Und ich finde, da ist der deutsche Staat schon recht gut. Also besser als wie gar nichts tun, wie es Schweden ja anfangs gemacht hat oder so. Ja, so totale Einschränkungen wie China. Das finde ich dann auch nicht gut. Insofern haben wir die Balance ganz gut hingekriegt. Well, my government, where I live now, is the UK, so I don't think it's dealing with it very well.